Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studio Osterhenne. Wir gehen ins Detail, ihr seid dabei. Heute geht es mit Lasko und Kathi und den Feuerlöschern um Brandschutz. Das gucken wir uns einmal an. Wir testen diese drei Dinger hier, wir blenden die hier mal ein, diese drei verschiedenen Feuerlösch-Geschichten, Methoden, ne? Und wir gucken uns einmal an, da ist so ein, ja, Wohnmobil ist abgebrannt, ne? Mhm. Bei den Richard, den kennen wir schon länger, den haben wir schon länger schriftlichen Kontakt und haben auch Bilder von dem. Da geht es um Brandstiftung, deswegen sind wir auf das Thema auch gekommen, weil das Feuer dann wirklich doch sehr verheerend ist, ne? Also sehr verheerend ist. Und ganz schnell so ein Wohnmobil abbrennen lässt. Ja, also wie schnell das geht, das ist Wahnsinn. Das geht und ruckzuck. Worauf man achten sollte? Genau, da wollen wir drauf eingehen. Genau, da wollen wir drauf eingehen und wir sagen, wir gehen ins Detail, ihr seid dabei. Das los geht's. Hast du schon mal gesagt. Mann, nix. Los geht's jetzt. Los geht's. Das hier, das ist ein alter Feuerlöscher. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das so reinkriege. Kathi, fass dir mal an, wie schwer der ist. Hast du was? Ja, der ist echt 4 Kilo oder wie viel wiegt der ungefähr? Ja, der 2 Kilo Füllgewicht ist mit, ich glaube, 15 Bar ist der gefüllt. 2 Kilo, das ist ein ABC-Pulverlöscher. Der ist auch nicht, ja, für Wohnmobile bedingt geeignet. Wir zoomen da mal ran, wie der aussieht. So, ne? Halt ihn mal so, genau, das siehst du da im Display so ein bisschen. Hier sieht man so die Beschreibung, 2 Kilo. Genau, das sind 2 Kilo. Und wenn man den dreht, hier steht A, B und C. Ja, das, deswegen heißt er auch ABC-Löscher und hier steht Pulverlöscher. Und hier, wenn wir weiter drehen, hier ist eine alte Firma aus Oldenburg, die gibt es so auch gar nicht mehr. Das war die Firma Lübcke, die ist in einer anderen Firma aufgegangen. Hier sind die verschiedenen Prüfstempel drauf und wir denken, dass der das noch tut. Den werden wir ja testen. Ja, und das gucken wir uns dann mal an, wie der jetzt im Test sich macht. Wie gesagt, Pulverlöscher nicht unbedingt so gut geeignet. Der zweite Löscher, den wir vorstellen wollen, das ist dieses. Genau, da ist eigentlich genauso wie dieser. So werden die geliefert. Die haben wir auch extra bestellt, die beiden. Also ganz normale. Dieser ist, ja, ist so ein Spray. Genau. Ne? Dieser ist made in Germany. Der weiß ich nicht. Kann ich nicht lesen so schnell. Wie viel ist da drin? 500 Gramm sind hier drin, in dem. Genau, und hier Netto. In diesem. Ich zoome euch ran. Löschspray heißt das. Das hier ist auch ein Löschspray. Das ist diese neue Generation von Feuerlöschern. So, hier können wir das sehen. Dies hier ist ein X1,5. Und hier steht auch drauf, was man so alles damit löschen kann. Genau, und da ist wichtig, das ist bei diesem hier auch drauf. Und da ist auf jeden Fall hier das F bei. Und das F heißt für Fette, so kann man sich das merken. Fette, wenn das in der Pfanne mal brennt, dann kann man das damit löschen. Und das wollen wir uns auch angucken. Und dieser kleine hier, die kosten ungefähr das gleiche. Wir machen euch unten die Verlinkung. Da sind 150 Milliliter drin und der hat 500 hier. Der hat 500 Gramm, ne? Auch 500 Gramm Milliliter. Netto, genau, steht hier. Ja, so. Ich hoffe, der ist jetzt wieder auf Aufnahme. Diese beiden, die werden wir jetzt hier mal testen. Wir machen draußen mal ein bisschen Feuer und wir sagen, wir gehen mal raus, ne? Wir kuppeln ein bisschen. Wir lassen Kathi mal löschen, als Brandhelfer, ne? Gibt es da so einen Brandhelfer? Ja. Und ich weiß, früher im Unternehmen, da hatten wir auch einen Brandschutzbeauftragten, ne? Ja. Das war was ganz Wichtiges, ne? Da hatten wir auch mit zu tun, Brandschutzbeauftragte. Irgendwie soll man immer wedeln oder so, ne? Also ja, mit dem Ding jetzt, ich weiß gar nicht, wir haben dich damals gefilmt, ne? Ja, wo du die Brandschutzübung gemacht hast. Brandschutzübung gemacht und da zum Brand muss man auch sagen, im Wohnmobil haben wir verschiedene Stellen, die wirklich schnell anfangen können zu brennen. Das sind einmal die ganzen Kabellagen, die Elektrosachen, ja? Und der Ofen, der Herd natürlich, ne? Da wo gekocht wird, da wo die Gasflamme ist, da kann das Fett mal anfangen zu brennen. Und wir gucken jetzt erstmal draußen, wie es aussieht mit dem Brennen. Auf geht's, ab nach draußen. Los. Zum Feldversuch. So ein bisschen kokeln jetzt. Ja. Kathi hat jetzt hier die erste Sprühdose. Genau, hier ist die Flamme, und da ist unsere Pfanne, wo es brennt. Und das will die Kathi jetzt mal löschen mit dem. Ja, und ich würde sagen, senkrecht draufhalten, so. Bis aus ist. Meter Abstand, so steht es geschrieben. Und dann mal drücken und Feuer, Feuer, bäh. Feuer, Feuer, bäh. Da habe ich gar nicht gedrückt. Ja. Hast du dir die Anleitung durchgelesen? Wahrscheinlich nee. Nicht, ne?
Bekämpfung von Bränden, lass mich mal lesen. Ideal für Haushalt, Boot, Karawan. In einem Meter Abstand anwenden, auch bei Bränden mit Elektrobränden. Kräftig runterdrücken und draufhalten. Alles. Oh. Ja, da. Geil. Oh, das darf ich nicht sagen. Weg. Gut, das ging natürlich ratzfatz. Da kommt ein weißer Schaum. Ja, das war gut. Sprühen wir ein bisschen mehr rein, damit wir sehen, wie das aussieht. Also da muss man schon ein bisschen Schmackes drauf verwenden. Also der geht soweit gut. War sofort aus. Ja. Okay. Also wir versuchen jetzt gerade, das wieder anzuzünden. Und das geht nicht. Also das geht immer wieder aus. Ja, da brennt es, aber hier... Ja, ist nicht schlecht, das Zeug. Also jetzt testen wir mal den anderen. Wir machen erstmal wieder ein neues Feuer. Welchen? So, jetzt verwenden wir dieses kleine Fettbrandlöscher. Da ist hier noch so ein Aufkleber drauf. Daran sieht man, dass man das schon mal geöffnet hatte, wenn man das hochzieht. Das ist jetzt genau wie eine normale Sprühdose. Also kann man aber nichts schütteln. Und jetzt werde ich das mal versuchen. Aus. Sprüh mal ein bisschen mehr drauf, damit wir sehen, was das ist. Das sieht aus wie Wasser, aber schäumt, wenn es draufkommt, ein bisschen auf. Aber es ist relativ schnell gelöscht, ist klein und handlich. Also dieses gefällt mir fast noch besser als dieses, weil man hier doch mehr Druck verwenden muss, um den Brand zu löschen. Hier ist das wirklich ein kleines Draufdrücken und so wie es scheint, ist es relativ schnell, dass der Brand gelöscht ist. Also das ist hier mein Favorit von okay. den beiden. Jetzt nochmal den ABC-Löscher. Da haben wir aber kein Feuer mehr. Das zeigen wir nur mal, weil das ist ja auch ein Pulverlöscher. Und der sollte von innen noch nicht angewandt werden. Den können wir ruhig nochmal starten. Wir nehmen jetzt nochmal diesen hier. Das hat mich schon immer mal interessiert. Aber hier ist eine kleine Blombe dran. Hier, das hier. Ne? Hier ist so eine kleine Blombe. Die muss weg. Ja? Da muss man den reindrücken. So, und jetzt kann man diesen hier runterdrücken. Und da hinten ist die Mechanik drin. Jetzt müssen wir auf die Windrichtung achten. Ja, das ist schon eine ganz andere Qualmwolke. Ganz wichtig, das geht nicht für Öl. Das ist nur so, kann ich die mal aus dem Weg da. Könnt ihr das sehen? Und das kriegt ihr nicht aus den Ritzen vom Wohnmobil. Das wird nichts. Das ist furchtbares Zeug, nicht für drinnen. Für Motorraum vielleicht, ne? Aber nehmt lieber den anderen. Der zischt auch immer noch. Hört ihr den zischen? Stell dir mal vor, das geht auf die Kamera, ne? Das wäre natürlich Katastrophe. Das war Kattis Favorit? Nein, stimmt gar nicht. Spinnst. Das war mein Favorit. Und das hier, den gucken wir uns auch nochmal an. In die Richtung. Also das Sprühbild hier rein. So. Ne? Da ist jetzt noch Pulver drin. Das schäumt so auf, ja. Aber mit Feuer zusammen kriegt man das Öl nicht wieder an. Also der ist nicht schlecht, der hier. Ne? Und der saut nicht so rum. Ne? Und Kadi ist jetzt nochmal. Jetzt kommt der Kleine hier nochmal. Der ist schon ganz anders aufgebaut, ist aber auch nur 150 Milliliter drin. Steht auch nicht so unter Druck. So eine Plastikdose, ne? Da brauchst du nicht so viel von. Wir brauchen das noch fürs Wohnmobil. Das will ich in meine Campingküche stellen. Zack. Weg. Darf man das nur einmal benutzen? Hast du die Bedienungsanleitung durchgelesen? Nee, hast du ja auch nicht. Nee! Dann lesen wir das jetzt mal hier zusammen. Also dieser Feuerlöscher benötigt zum Ausbringen keinen Druck oder Treibgas und ist aufgrund seiner Löschleistung und einfachen Handhabung und seinen Abmessungen in vielen Bereichen einsetzbar. Die abgefüllte Menge ist geeignet zum Löschen von kleinen Feststoffbränden oder von bis zu 5 Liter brennenden Speisefett. Und so, Speisefett bzw. Speiseöl, Löschabstand ca. 1,5 Meter
Um Gefahren zu vermeiden, gemäß aufgedruckter Anleitung löschen, mindestens halber bis hier oberer Etikettrand, also bis 2026. Löschung F5 gemäß DIN EN 3 bis 7. Ja, also bei diesen, da ist es so, dieser hier, der steht ein bisschen unter Druck, ne? Der funktioniert mit Druck, hat hinten Mindesthaltbarkeitsdatum drauf bis 2023, also der ist länger haltbar hier. Der ist länger haltbar, der kleine ist handlicher, kosten ungefähr das gleiche, ja, wir machen euch die Verlinkung unten hin. Diese alten Konventsmänner hier, der zischt immer noch, der baut langsam den Druck ab, ne? Das darf ich nochmal, Kadi? Das sieht man gar nicht. Könnt ihr sehen? Das macht jetzt auch ein bisschen Spaß. Ne? Ja, aber naja, Kathi, da sind wir wieder. Das macht Spaß. Ne? Was knallt, stinkt und qualmt. Ne? Das ist gut. Das ist gut. So, Kamera gerade stellen. An dieser Stelle nochmal etwas in eigener Sache. Ne? Hier die Hoodies. Ne? Könnt ihr jetzt bei uns über den Shop bestellen. Winterhoodies. Ne? Haben auch hier so eine schöne Lasche. Kathi ist von dem ganz begeistert. Die sind in Größe bis 3XL lieferbar. Diese hier sind etwas anders ab 3XL. Also 4XL, 5XL sind etwas anders genäht wegen der Größe. Aber ja, und achso, der Preis. Habe ich da schon Preis eingetragen? Habe ich die überhaupt schon alle so durchnummeriert? Ich glaube so um die 40 Euro. Bin mir nicht ganz schlüssig, ne? Für einen. Am Rande bemerkt. Und wenn es euch gefällt, dafür gebt uns einen Daumen hoch. So, jetzt müssen wir mal zu dem Richard kommen. Richard aus Schottland. Dem ist ja das. Achso, nee, wir müssen noch eine andere Sache. Wartet mal, ich hole mal was. Was holst du denn jetzt? Das wollte ich eigentlich drinnen machen. Drin? Nein. Nein? Oh. Was ist das? Die dürfen wir natürlich nicht vergessen, ne? Brandmelder. Ja, ja, ganz wichtig. Brandmelder im Wohnmobil, ganz wichtig. Oh. Der hält jetzt mal die Schnute. Der Brandmelder, der macht euch natürlich im Vorfeld darauf aufmerksam, wenn das anfängt zu brennen durch einen Kabelbrand etc. Und was auch wichtig ist, da gehen wir jetzt aber nicht speziell darauf ein, das ist auch ein Gaswarner, ne? Der euch auf eine Gasleck in der Gasflasche so. Da muss der Brandmelder mit CO2, ich glaube, der muss oben an die Decke, ne? Und der Gasmelder, der muss möglichst tief am Boden, weil das Gas ja schwerer ist. Ja, das sei ein Rande bemerkt. Und jetzt kommen wir zu dem Richard. Richard aus Schottland, weil dem haben sie das Wohnmobil angesteckt. Ja, und wie das passiert ist, das gucken wir uns jetzt mal erst eben an, wie sie ihm das angezündet haben. Da gucken wir jetzt erst rein und dann machen wir gleich das Interview mit dem Richard. Auf geht's! Bis dann! Was war das für dich für eine Erfahrung, als du auf einmal gemerkt hast, das Wohnmobil brennt? Also du hast ja irgendwie Bescheid bekommen durch die Feuerwehr, durch die Sirenen oder irgendwie hast du es ja gemerkt? Ja, ich hab geschlafen und dann habe ich ein paar gebrochene Töne gehört, so piep, 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 piep und dann wurde es auf einmal zu einem langen Ton. Da piep, und dann ist mir eingefallen, oh, das ist meine Hupe. Ja. Dann bin ich aufgestanden, ne, Gardinen aufgemacht und dann habe ich gesehen, wie die Flammen sich wieder spiegelt haben, ne, oder gespiegelt haben in dem Fensterschein von dem Nachbar. Dann habe ich mir gedacht, oh, mein Fumo brennt. Ja. Ja. Ja, und dann habe ich hier die kurze Hose angezogen, die Pantoffeln, Jacke, rausgegangen und dann, als ich rauskam, dann traf ich hier den Luftzug, ne? Und die Feuerwehr sprang raus und da habe ich die wollten, ne, das Feuer angreifen, also hier mit Wasserschläuche. Dann habe ich gesagt, hier Jungs, pass mal auf, Gasflaschen hinter dem Fahrersitz. Und dann haben sie sich erstmal in diesem Bereich konzentriert. Ja. Ne? Die große Dosen oder Gasdosen explodieren. Ja. Das wäre es gewesen, wenn das passiert wäre, dann. Wir haben ja die Bilder von den Gasflaschen, die blenden wir mal ein. Die sind ja noch so gerade davon abgekommen, die sahen ja schon ganz schön schlimm aus. Ja, das war, würde ich mal sagen, sehr knapp. Ja, das war. Aber die, da,
davor, wie du gesehen hast, in dem anderen Video sind die kleine Flaschen ja. explodiert. Okay. Na? Ja, wo das so geknallt hat. Die ja, genau. Ja, genau. Ja. Die sind explodiert und die sind quasi wie kleine Handgranaten. Ja. Aber das, explodiert, ne? Das Feuer hat sich ja, klar, jetzt war Brandbeschleuniger im Spiel, dann das ging ja so schnell voran. Da konnte man ja gar nichts machen. Das ist ja innerhalb von 3-4 Minuten war es ja weggebrannt. Das sehen wir anhand der Filme und der Zeitintervalle, auch von der Überwachungskamera. Aber die Feuerwehr, die war ja wahnsinnig schnell vor Ort. Die war ja, wenn man die Zeit vergleicht, war die ja nur in 3 Minuten, 4 Minuten war die ja weg. In welcher Stadt, wo ist das passiert? In Schottland? Das ist in Glasgow passiert. Glasgow? Ja. Glasgow. Und die Feuerwehr kommt aus einer Gegend, die nennt sich Knightswood, also quasi übersetzt Dietersbaum. Ja, ja, okay. Das ist der Trick. Trick. Eifersüchtig. Ja. Du kennst das. Ich kenn das. Und die sind 2 Straßen entfernt von mir. Ja. Und deshalb waren die innerhalb von 3 Minuten da. Ja, super. Das hat ja von da. Aber gut, das hat ja nichts genützt. Das Fahrzeug ist kaputt. Also als ich rauskam, war schon, sag ich mal, ein Drittel, also die Kabine war weg und quasi ein Drittel des Wohnmobils war also schwer unter Angriff von den Flammen. Ja. Und war nicht mehr zu retten. War ja. nicht mehr zu retten. Ja. Ja, das ist ja ganz wild, was da passiert ist. Grundsätzlich erstmal, du bist heil rausgekommen. Das ist das Entscheidende. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Wir sehen ja auch auf dem letzten Film, was wir ja noch sehen werden, in diesem YouTube-Film, dass ja auch der Brandstifter in dem Sinne ja auch nichts passiert ist. Also der ist ja zum Glück in Anführungsstrichen, der hätte ja auch noch in die Luft fliegen können. Genau. Wir wollen natürlich hoffen, dass der seine gerechte Strafe bekommt, keine Frage. Ja, das, nach dem Gesetz. Ja, genau, ja, nach dem Gesetz. Wir sind hier keine Selbstjustiztäter hier. Wir wollen, dass die Polizei die Burschen schnappen und dass die vor eine Jury gezogen werden und dann werden sie hoffentlich nach dem Gesetz verurteilt. Bestraft. Ja, ja, ja. Weil das ist unser Ziel. Das ist das Ziel. Ne? Gut. Ja. Was würdest du noch auf den Weg geben in Bezug auf Versicherung, was man beachten muss? Sollte man sich Listen machen, was man im Fahrzeug hat? Weil nach so einem Brandschaden ist ja nicht mehr viel zu erkennen. Ja, genau. Ne, ist alles zerstört. Auf jeden Fall würde ich, also ich habe glücklich, zufälligerweise habe ich, wie du weißt, ja, habe ich alles selbst, sag ich mal, renoviert und sauber gemacht. Ja. Und dabei habe ich immer Bilder von den Arbeiten gemacht, wie ja. du weißt. Ja, genau, die habe ich. Ja, ja, richtig. Und im Unterbewusst, also oder unbeabsichtigt, habe ich hier quasi ein Inventar. Ja, das fotografiert. Ja. Das würde, also da würde ich andere Schlemper sagen oder empfehlen, fotografiere alles, ne, schreib, ja. ne, mach eine Akte auf und schreib jede Schraube, jede Tasse, die man besitzt im WOMO, jede Aufkleber, alles, was man in dem WOMO hat, auflisten, fotografieren am besten und das alles in einen Ordner stecken. Falls was passiert, Gott verbiete es, dass es jemand anders passiert, aber dann hat man alles, sag ich mal, protokolliert und man braucht das nur die Versicherung vorzulegen und dann hat man keine Probleme. Die Pflicht ist auf der Versicherter nachzuweisen, dass er, sag ich mal, einen Heizkörper hatte zum Beispiel. Also von mir wird verlangt, ich muss eine Jacke vorlegen oder die Rechnung für eine Jacke vorlegen, für einen mobilen Heizkörper, für einen Campingstuhl. Ne? Ja, okay. Für ein paar Sachen muss ich auf jeden Fall Rechnung Belege haben. Nicht alle Sachen, aber es ist schon hilfreich, wenn man alles abfotografiert. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Sind wir scharf? Was müssen wir sagen? Weiß ich nicht. So. Ja, wir sind wieder zurück. Das heißt, wir haben den Richard eigentlich schon verabschiedet. Aber ganz wichtig, das haben wir auch mit aufgenommen. Wir hatten ja das ganze Gespräch aufgenommen. Er geht noch mal kurz auf die Versicherung ein. Denn die Versicherung ist nicht unentscheidend, weil wenn ein Fahrzeug abbrennt, dann kommt es auch darauf an
untersuchen die Versicherung immer in Bezug auf Brandstiftung, klar bei Brandstiftung noch viel mehr, aber auch beim Unfall, ob das nicht eventuell eigenes Verursachen hatte, um die Versicherung rauszukriegen. Und dazu hat der Richard noch ein Statement. Das hören wir uns jetzt nochmal eben an. Und danach sind wir gleich wieder für euch da. Vertraue dir schon. Aber die Versicherung, die vor oben, die haben mir erstmal gesagt, so hier, wenn wir unsere Polizeibericht und da haben. Die Versicherung, das erstattet bekommen, den Brandschaden. Genau, aber ja. die müssen erstmal ihre Arbeitsgänge erledigen und ich bin gelernter Jurist. Die Versicherung wollen nur wissen von der Polizei oder bestätigt haben von der Polizei, ist der Richard hier ein Verdächtiger oder nicht? Ja, okay. Das müssen sie ausschließen. Und wenn die Polizei sagt, nein, wir haben kein Interesse am Richard als Verdächtiger, dann werden sie sagen, so hier. Das ist unser Angebot. Okay. Das läuft auch in Deutschland so bei Brandstiftung. Ja. Schätze ich mal. Ja. Richard, an dieser Stelle ganz lieben Dank für deinen Kommentar. Du bleibst gleich noch dran. Wir verabschieden uns hier von den Zuschauern und ich winke hier mal. Und wir schnacken jetzt gleich nochmal weiter. Schönen Dank für deinen Kommentar und schönen Dank dafür, dass du uns die Filme und das Material zur Verfügung stellst. Grüße aus Schottland. Ja, danke, Richard. Und wir bleiben in Kontakt. So. Alles klar, Axel. So, wir. Ja, hier an dieser Stelle sei nochmal bemerkt bei dem Richard wegen der Versicherung. Achtet bitte bei den Versicherungen darauf, ist ein Leihwagen mitversichert, werden Hotelübernachtungen gezahlt. Ne? Klärt das mal mit eurer Versicherung, wenn wirklich mal so ein Schaden im Ausland passiert, ne? Ist der Rücktransport gesichert, ja? Dass ihr zurückkommt. Wird das Fahrzeug eventuell mit zurückgenommen, ja? Jetzt gerade wichtige Frage, Risikogebiete, ne? Ist das da auch alles mitversichert? Einfach mal nachfragen. Und das sind alles Sachen, da könnte man wahrscheinlich einen extra Film drüber machen mit der Versicherung. Ja, und das sind so die Dinge dabei. Jetzt hole ich mal die Karte. Also Versicherung ist ein Thema, da muss man wahrscheinlich wirklich nochmal drauf eingehen. Wir bedanken uns fürs Schauen. Hoffen, dass euch der Film gefallen hat und dass ihr hilfreiche Informationen vielleicht auch rausnehmen konntet. Und hoffen, dass ihr niemals abfackelt. Genau. Und wir geben den Richard einen Daumen hoch. Dass er das alles überstanden hat und dass er das dass er positiv in die Zukunft guckt. Genau, dokumentiert hat, ne? Also genau. dass er uns das Material zur Verfügung gestellt hat und dass wir gemeinschaftlich alle da so ein bisschen was Positives draus ziehen können. Und wir hoffen natürlich, dass der Verbrecher seine rechte Strafe bekommt. An der Stelle sei nochmal bemerkt, wir haben das rausgeschnitten mit dem Preis, weil das, was er von der Versicherung bekommt, hat er uns zwar erzählt, aber es ist ja nicht relevant. Jetzt bäckert der Hund rum, genau. Der bellt schon wieder, der will ein Leckerli. Und wir sagen, bis denne, Osterhenne, wir gehen ins Detail. Ihr seid dabei. Tschüss. Ein bisschen zurück. Ja, sind wir scharf? Was müssen wir sagen? Weiß ich nicht. Jetzt, da war ein Hallo. Jetzt kommen wir noch mal eben ganz cool, jetzt kommen wir noch mal eben ganz den gut. Richard noch mal. Unser Brandbeschleuniger wird hier gerade aufgefressen. Also unser Brandbeschleuniger, das ist Pflanzenöl, nichts Schlimmes.